Auftrag Aufbruch. Der Podcast des Forum Bildung Digitalisierung. Herzlich willkommen. Ich muss am Anfang kurz ein bisschen Orientierung geben, weil ich drei Begrüßungen brauche, um in diese nächste Dreiviertelstunde einzuführen. Denn das hier ist ein Podcast und ein Gespräch auf einer Bühne mit Gästen. Und manche von Ihnen können das jetzt sehen und manche von Ihnen können das nur hören. Und auch nicht jetzt, sondern später mal, weil Podcasts können Zeitreisen. Das heißt, es ist möglicherweise jetzt jemand und hört das im Jahr 2025 so weit weg, wie man sich es kaum vorstellen kann. Schleswig-Holstein oder sowas. Und da komme ich her. Und ich habe das jetzt als Gegenpol zum Saarland gesetzt, wo wir heute sind. Das heißt, alle, die das jetzt nicht sehen können, nicht hier im Raum sind, den erkläre ich kurz. Wir sitzen gerade auf einer Bühne bei einer Tagung mit einem Publikum. Und als Beweis könnten Sie vielleicht einmal akustisch zu erkennen geben, dass Sie wirklich da sind. Das ist die Fachtagung Dimension Digitalisierung, SchülerInnen in der Transformation stärken vom Forum Bildung Digitalisierung. Das soweit für diejenigen, die das später mal hören. Für Sie, die jetzt hier im Raum sind, wir sind ein Podcast. Sieht nicht so aus, wenn Sie sonst Podcast hören, sieht das bestimmt anders aus. In der nächsten Dreiviertelstunde machen wir das so. Wir haben gerade schon einmal eine Idee gekriegt, wer von Ihnen Podcast hört, wer diesen Podcast hört. Wer hört generell Podcast, also sagen wir mal so einmal im Monat, können Sie einmal Handzeichen geben für die akustische Übersetzung. 70% vielleicht? Wer hört Podcasts zum Thema Bildung? Bildung und Digitalisierung? Podcasts vom Forum Bildung Digitalisierung? Jetzt sind wir so ungefähr beim Viertel noch, was eine sehr gute Quote ist. Wer war schon mal Gast bei einem Podcast vom Forum Bildung Digitalisierung? Leute in den ersten Reihen, das sind die Superstreberinnen, ja. Dieser Podcast heißt Auftrag Aufbruch als Reihe. Ist sehr empfehlenswert, wird vom Forum Bildung Digitalisierung herausgegeben, im Wechsel von der sehr, sehr kompetenten Kollegin Katja Weber und mir moderiert. Und heute mit der Frage, was denn eigentlich Transformation aus Sicht der Schulpraxis heißt und wie wir die Perspektive von Schülerinnen dabei stärken können. Dafür haben wir zwei Gäste auf der Bühne und im Podcast. Das sind Luisa Basner und Micha Palesche, die ich kurz vorstellen möchte. Und dann sind Sie wieder dran, um akustisch zu beweisen, dass Sie wirklich live da sind. Luisa Basner ist ehemalige Generalsekretärin der Bundesschülerkonferenz im 13. Jahrgang an einem Gymnasium in Winsen, das ist in Niedersachsen. Und seit jetzt 4 Jahren schon in verschiedensten Funktionen für Schülerinnen engagiert. Und jetzt ja auch noch kurz vor dem Abitur, das würde mich gleich mal interessieren, warum, davor noch kurz die Forscher auf Micha Palesche, der Schulleiter ist in einer Schule in Karlsruhe, einer Gemeinschaftsschule, das ist die Ernst-Reuter-Gemeinschaftsschule, die vielfach ausgezeichnet ist, nicht nur durch einen sehr engagierten Schulleiter, sondern auch von externer Seite als eine Schule mit einem besonderen Medienbildungsprofil, als, was ist in Baden-Württemberg, Smart School, was übrigens nicht eine Schule ist, die besonders viel interaktive Wandtafeln nutzt, da werden wir auch nochmal drauf zurückkommen. Mit den beiden würde ich jetzt gerne ein bisschen darüber sprechen, wie denn das tatsächlich aussieht. Und das Erste, was mich interessieren würde, wäre tatsächlich der persönliche Zugang von den beiden. Das ist bei uns bei Auftrag Aufbruch so ein typischer Anfang in den aktuellen Podcast. Wir haben uns auf einen Podcast, du, auf der Bühne geeinigt. Luisa, du bist jetzt schon, du kannst quasi schon die Monate zählen, die du noch Schülerin bist. Was motiviert dich trotzdem, dich in deiner wahrscheinlich jetzt auch nicht allzu großzügig bemessenen Zeit, dich für Schülerinnen zu engagieren? Hast du da irgendwie eine Motivation für deinen Auftrag Aufbruch? Ich glaube, als ich damals angefangen habe, so mich zu engagieren, vor ja tatsächlich schon 4 Jahren, das ist mittlerweile sehr lange, hat mich immer so ein bisschen gestört, dass wir so viel Zeit in der Schule verbracht haben. Also wir sind alle jeden Tag zur Schule gegangen und haben da ganz viel Zeit verbracht, haben Nachmittag ja auch noch Hausaufgaben gemacht oder für Klassenarbeiten beispielsweise gelernt. Aber wir waren immer genervt. Also es war immer total doof, zur Schule zu gehen. Es war das Schlimmste der gesamten Woche, zur Schule zu gehen. Sonntags war immer, oh Gott, Montag. Man muss wieder zur Schule, man muss wieder früh aufstehen. Und das hat mich so dermaßen gestört, dass sich auch immer alle beschwert haben, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte das verändern. Ich möchte, dass wir gerne zur Schule gehen. Und ich möchte vor allem, dass also auch meine Mitschüler dann zu mir sagen, ja, ich bin heute gerne hier. Also ich sitze jetzt hier heute nicht, weil ich gezwungen werde, sondern weil ich wirklich gerne hier heute sitze und weil mir das Spaß macht, hier heute zu sitzen. Und ich glaube, das war so meine Anfangsmotivation und das treibt mich auch immer noch an. Also in der Oberstufe wird das tendenziell nur schlimmer, mit dem man will nicht zur Schule gehen, muss ich leider sagen aus Erfahrung. Aber es ist tatsächlich so,
dass man schon sagen kann, okay, wenn man irgendwie was verändert oder irgendwie mitgestalten kann, dann sieht man noch viel mehr irgendwie so in diesem ganzen Bereich Schule und dann ist es auch gar nicht mehr so schlimm, zur Schule zu gehen, zumindest aus meiner Perspektive. Aber es treibt mich natürlich auf jeden Fall ja auch immer noch an, dass ich möchte, dass es irgendwie besser wird und dass man gerne morgens aufsteht. Michael Palesche ist Schulleiter, war er aber natürlich nicht immer. Wie dürfen wir uns den Schüler Michael Palesche vorstellen? Hatte der schon irgendwie einen Antrieb, über die Veränderung von Schule nachzudenken? Ach, weiß ich nicht, ob das so bewusst stattfand. Sicherlich, das steckt, glaube ich, in jedem Schüler, der in diesem System ist. Ich war Schüler an einer, zumindest in der Grundschule, an einer Schule, die den Deutschen Schulpreis gewonnen hat. Das war, glaube ich, das eine. Das andere war, meine Mutter war 40 Jahre Schulleiterin. Das hat so das ganze System Schule ein bisschen entmystifiziert, also kombiniert mit Alt-68er-Pädagogik und so weiter. Aber auch das Interesse natürlich in andere Länder, sage ich jetzt mal, sich Schulsysteme anzuschauen. Das ist so ein bisschen die Genese gewesen, wie ich da zu diesem Transformationsprozess vielleicht auch gekommen bin. Aus dem Leidensdruck oder aus dem 40 Jahre Vorbilddruck? Beides, glaube ich. Also die Neugierde zu sehen, es geht anders, man kann es anders machen. Auf der anderen Seite dann auch in der Schule zu sein, gerade bei der weiterführenden Schule, bei der das nicht so war. Ich glaube, das war so beides. Kapitel 1, Transformation. Ist das jetzt ein Gespräch unter Schülerinnen, wenn man da jetzt zuhören würde, würde da so jeden Tag irgendwo der Begriff Transformation in Diskussionen auftauchen? Und wenn nein, warum ist es trotzdem wichtig? Nein, auf jeden Fall nicht. Also ich glaube, der Begriff Transformation ist mir beispielsweise, also man hat es natürlich gelesen oder so, aber ist mir auch tatsächlich erst begegnet, als ich so Schülervertretung gemacht habe. Und wenn man sich natürlich so mit der digitalen Veränderung der Schule auch irgendwie beschäftigt. Aber wenn wir miteinander reden und ein Gespräch führen, sag ich jetzt mal so ein typisches Pausengespräch, dann fällt der Begriff Transformation tatsächlich nicht. Also der Begriff Veränderung fällt auf jeden Fall, dass man was verändern möchte, dass es einen Wandel geben muss. Aber so diesen Begriff der Transformation, ja, prinzipiell nicht. Warum es aber wichtig ist, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, wir sprechen ja über die Veränderung. Und ich glaube, das, was SchülerInnen immer sehen, ist natürlich das direkt Praktische, was wir in der Schule erleben. Also dass beispielsweise wir noch eine Kreidetafel irgendwie haben. Also Gott sei Dank an meiner Schule seit einem Jahr nicht mehr. Aber an anderen Schulen ist es natürlich noch so, dass wir sehen, okay, das ist eine Kreidetafel und das ist dann die Veränderung. Also dass wir sagen, okay, die Kreidetafel muss jetzt weg und das ist die Veränderung. Und im Großen und Ganzen ist es die Transformation, die damit einhergeht. Also dass wir beispielsweise überall ein Active Board in den Klassen haben, dass es flächendeckend einfach so gegeben ist. Michael Palesche, aus Sicht von Schulleitung, vielleicht auch von Lehrkräften, ist so mein leider etwas deprimierendes Hauptwort, was ich 2024 in Schulen höre, ist die Rede von den Laden am Laufen halten als höchster Anspruch der Praxis. Jetzt gibt es aber offensichtlich auch noch Leute, die wollen den Laden auch noch umbauen dabei. Wie verträgt sich das? Ja, und zwar, man sagt ja immer im Flug umbauen irgendwie, ne? Das Flugzeug im Flug umbauen. Ich glaube, das Entscheidende ist, den Blick mal aus der Schule rauszuwerfen. Also ich sage meinen Kolleginnen und Kollegen oft, schauen Sie mal aus dem Fenster in diese Welt. Und diese Welt verändert sich massiv. Felix Stalder spricht ja auch von Räumen der Unbestimmtheit. Also diese Räume, die nehmen wir wahr außerhalb der Welt, die immer unbestimmter werden. Und das passt irgendwie nicht mehr zusammen mit diesem maximal bestimmten Raum Schule. Also wenn das Ziel einer Schule ist, junge Menschen auf diese Welt vorzubereiten, die da auf sie wartet, wenn sie fertig sind mit der Schule, als Menschen, die diese Welt mitgestalten sollen und wollen, dann muss sich Schule ändern. Und dann bleibt uns nichts anderes übrig, als uns darauf einzustellen. Und ich fand das so schön, was Christine Streich-Klivo vorhin gesagt hat, auch vielleicht mal die ein oder andere Grenze vielleicht, oder wir sagen es mal, den Rahmen zu dehnen. Vielleicht als schöneren Begriff. Wenn ich vielleicht dazu auch noch kurz ergänzen darf, es gibt diesen schönen Spruch, eine Schule ist gut, wenn sie sich über die Grenzen hinwegsetzt, die vom Kultusministerium gegeben werden. Und es ist tatsächlich in der Praxis so. Also natürlich auch Schulen, die sich an die Regeln halten, das ist super, keine Frage. Aber man muss sagen, aus Schülerperspektive ist es so, dass die Schulen am besten sind, wo sich leider die Schulleitungen gegen irgendwelche Gesetze und so setzen, was natürlich nicht immer gut ist, aber es gibt dann doch die ein oder andere Sache, wo ich sagen würde, okay, da finde ich schon gut, dass sie sich da jetzt irgendwie gegengesetzt haben. Ja, und ich glaube, man muss ja nicht gleich den Robin Hood spielen, aber ich denke, dass Schulen viel zu wenig den Möglichkeitsraum, den sie haben, nutzen.
Und das ist sicher genau das, was du sagst. Also ich glaube, man muss gar nicht unbedingt alle Grenzen brechen und ungehorsam sein in irgendeiner Form, sondern man kann im Rahmen der Möglichkeiten ganz, ganz viel machen. Aber das trauen sich viel zu wenige. Ja, total. Jetzt im Raum gibt es hier viel Applaus dafür. Inwieweit ist das Mainstream? Also ist es tatsächlich sozusagen ein so großer Schmerz in der Praxis oder ein so großer Wunsch nach Veränderung, dass das alle tragen? Oder ist das eine Gruppe, die viele mitzieht? Wie würden wir uns so die Größenverhältnisse vorstellen, wenn man von oben jetzt auf Deutschland gucken würde und sagen würde, wie viele wollen denn da Transformation in dem Sinne, wie ihr es versteht? Fangen wir mit den Schülerinnen an. Willst du erst mal anfangen? Ja, kann ich anfangen. Ja, ich glaube, in der Breite ist dieses Gefühl der Transformation nicht da. Es ist das Gefühl der, naja, so kann es nicht weitergehen. Ich glaube, das ist wirklich in der Breite da. Und man merkt, das System kommt an die Grenzen. Das ist deutlich spürbar aus unterschiedlichsten Gründen. Aber die Frage, die sich eben stellt, oft ist das Wie auf der einen Seite, oftmals aber gekoppelt natürlich auch mit diesem, naja, wir brauchen da Ressourcen, das muss irgendwie anders funktionieren und in den bestehenden Strukturen können wir das nicht. Es gibt aber an jeder Schule, da bin ich überzeugt davon, so war das bei uns damals auch, eine Gruppe an Kolleginnen und Kollegen und übrigens, können wir nachher vielleicht drüber sprechen, wir haben das gemeinsam mit Eltern und Schülerinnen und Schülern entwickelt, die was verändern wollen. Und diese Chance hat natürlich jede Schule zu sagen, wir legen den Fokus auf diese erstmal kleine Gruppe vielleicht, die dann eben Dinge entwickelt, das sichtbar zu machen für andere vielleicht auch zu begeistern mit irgendwelchen Ideen. Und ich glaube, man muss sich lösen von dieser Idee, dass alle das wollen. Das wird nicht funktionieren. Das ist so, das muss man wissen. Es wird immer einen Teil geben, der sagt, wir wollen das nicht haben. Das ist auch in Ordnung so. Wenn man das aber weiß, kann man sich, glaube ich, ganz gut darauf einstellen. Ja, ich würde da auf jeden Fall zustimmen. Ich glaube tatsächlich, dass viele Veränderungen wollen. Und ich glaube auch, der Großteil der an Schule beteiligten Menschen wollen aktuell die Veränderung und sehen auch, dass wir die Probleme haben. Die einen mehr, die anderen weniger. Hängt natürlich auch immer so ein bisschen damit zusammen, eine typische Lehrkraft, die sich vielleicht jetzt auch gar nicht so richtig damit auskennt, wie man ein digitales Endgerät benutzt, weil man damit einfach ja auch gar nicht aufgewachsen ist und das damit so noch nie unterrichtet hat. Da ist es natürlich dann tendenziell schon eher so, dass sie sagen, nee, das habe ich ein bisschen Angst vor, möchte ich lieber ein bisschen von mir fernhalten. Aber ich würde auch da sagen, grundsätzlich ist es so, dass eigentlich alle die Veränderung wollen. Und ich würde auch sagen, wir befinden uns ja schon in gewisser Weise in einer Transformation. Vielleicht noch nicht in der, die wir wollen. Aber wir sehen ja schon auch, dass beispielsweise durch den Digitalpakt 1.0 eine Veränderung war. Also wir haben ja schon gesehen, dass digitale Endgeräte an den Schulen waren. Das muss jetzt nicht heißen, dass es gut war, aber wir befinden uns ja ein Stück weit schon in dieser Transformation drin. Die muss jetzt noch viel größer werden und wir brauchen viel mehr. Aber ich finde gut, dass wir trotzdem schon mal diesen Schritt haben. Also natürlich müssen wir uns auch überlegen, wo müssen wir jetzt weiter ansetzen und was ist jetzt vielleicht beim ersten Mal schon schiefgelaufen, denn da gab es natürlich einiges. Aber so ganz grundsätzlich würde ich tatsächlich sagen, wir machen schon zumindest ein bisschen was. Ja, und vielleicht auch als eine zentrale Erkenntnis zu haben und das auch mal klar zu formulieren, auch als Schule, wir schaffen das nicht alleine. Das ist ja eine gute Erkenntnis zunächst mal, weil dann braucht man Lösungen, braucht Menschen, die einen unterstützen. Man muss sich über externe Personen Unterstützung suchen, ja, und mit Hilfe anderer das zu gestalten. Und ich glaube, das kann ja auch mal eine gute Erkenntnis sein. Es klingt jetzt so ein bisschen so in eurer beiden Perspektiven, dass schon ein Aufbruch da ist. Also wir jetzt nicht sagen müssen, jetzt müssen wir aufbrechen. Inwieweit würdet ihr sagen, wenn ihr das jetzt auch nochmal loslöst von euren eigenen individuellen Erfahrungen, ist das tatsächlich auch schon so, dass ihr sagen würdet, da hat sich schon was Entscheidendes getan oder ist es dann doch eher, es sind Vorreiterinnen und braucht mehr Aufbruch? Nein, es hat sich definitiv noch nicht genug getan. Also genau, ich versuche schon so ein bisschen positiv immer zu gucken, weil mich das tatsächlich so mittlerweile stört, dass wir die ganze Zeit nur darauf rummeckern, wie schlimm es ist. Denn das wissen wir alle. Und ich glaube, da kann man stundenlang drüber reden, aber das bringt uns ja im Endeffekt gar nicht so viel. Dementsprechend, wir brauchen auf jeden Fall mehr. Also wir brauchen natürlich, wenn wir uns angucken, die Schule, wie sie digital ausgestattet werden muss, da müssen wir uns angucken, welche Tafeln brauchen wir. Wir brauchen die Active Boards auf jeden Fall flächendeckend, aber auch, dass wir uns angucken, wie können Lehrkräfte denn überhaupt dieses digitale Lernen, digitalen Unterricht gestalten. Das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann haben wir das neue Thema KI, das ja jetzt noch dazukommt. Also wir haben vielleicht vor ein, zwei Jahren beim Begriff Transformation darüber gesprochen, wie wir die Schulen ausstatten. Und jetzt sprechen wir ja über KI, über ganz andere Dinge, die jetzt noch dazugekommen sind. Und das ist ja auch noch so ein ganz entscheidender Punkt, dass es sich ja auch immer noch mitlaufend verändert.
Ja, ich meine, das wissen wir ja schon. Schule ist ein wahnsinniges Trägersystem und das haben wir auch während der Pandemie gesehen. Auf einmal mussten die meisten Schulen digital umstellen. Das hat sich was getan und ich glaube, nachdem es wieder gelockert wurde, ein halbes Jahr, ein Jahr später, bekam ich Anrufe, auch von Menschen, von Schulleitungen, gesagt haben, jetzt haben wir so ein Lernmanagementsystem angeschafft, das brauchen wir, was mache ich denn jetzt damit? Pandemie ist vorbei. Ja. Also das zeigt ja eigentlich so, dass das kein Automatismus ist. Und übrigens bei der KI glaube ich das auch. Also wir sprechen über KI seit 2, 2,5, 3 Jahren jetzt. Und ganz ehrlich, was hat sich denn, außer in manchen Bundesländern, aber was hat sich denn an Schulen tatsächlich fundamental erstmal durch geändert? Es kam sofort die Diskussion aus, andere Prüfungsformate, oh Gott, was passiert, wenn die Schülerinnen und Schüler Hausarbeiten jetzt mit KI machen? Das ist so, ne, erstmal so, okay, wir müssen da uns abgrenzen und absichern. Aber fundamental verändert, also im Sinne von Lehr-Lern-Settings in der Breite, hat ja nicht stattgefunden. Das hätte man ja meinen können. Und ich glaube, da müssen wir dringend ran. Und die Gründe, warum das ist, sind sicherlich, für mich liegen die auf der Hand. Das schießt los. Naja, ich glaube, das sind mehrere Faktoren. Das eine ist natürlich das, was wir vorhin schon gehört haben, ist die systemische Ebene, die einfach eine sehr hierarchische Ebene ist, bei der man leider, und da hören wir es oft, Mut braucht, um irgendwas zu verändern. Das finde ich schade, dass dieser Begriff Mut überhaupt benötigt wird, ja, oder dass man überhaupt Mut braucht. Das Zweite ist, dass wir ein Stück weit ein System haben, das sich selbst vielleicht auch erhält. Also im Sinne von, die meisten Lehrkräfte haben das System nie verlassen. Sie sind von der Schule in die Hochschule, haben dann die Rolle getauscht, sind wieder auf einmal in einer anderen Rolle, treffen aber auf Strukturen, die genau für dieses Lernen ausgerichtet ist, mit den Materialien dafür, mit den räumlichen Strukturen und so weiter. Das ist, glaube ich, das Zweite. Und das Dritte ist für mich das Entscheidende. Im Englischen gibt es diesen Begriff der Beliefs. Also man kann das übersetzen mit Überzeugungen. Diese Überzeugungen, die Menschen haben, wie eine Schule zu sein hat, stecken tief in uns drin. Und zwar in allen, nicht nur in den Lehrkräften, auch in uns. Wir alle haben eine Schule besucht, bei den Eltern, bei Kindern, die dann so eine Schule dann besuchen. Und zwar in einer Zeit, die wahnsinnig prägsam ist. Und diese Beliefs verhindern uns auch wieder beim Veränderungsprozess, weil jeder referenziert natürlich individuell sein Schulbild, das gewachsen ist auf das vielleicht dann auch seiner Kinder, auch als Elternteil beispielsweise, und denkt, naja, das ist aber ja, vielleicht auch ähnlich, aber das müsste anders sein. Und ich glaube, das ist einfach ein Problem. Vielleicht dazu auch nochmal, dazu, dass die Lehrkräfte ja dann irgendwie in diesem System bleiben. Es ist so ein bisschen so, die Schule bleibt genauso, wie es ist, aber die SchülerInnen verändern sich. Und das ist das ganz Entscheidende an dieser ganzen Sache, dass sich die Schule auch ein bisschen daran anpassen muss, wie sich die Jungen, also die SchülerInnen, wie sich die Kinder verändern, wie sich die Generation verändern. Also ich würde auch mal sagen, dass Corona beispielsweise eine totale Veränderung im Endeffekt ausgemacht hat, im Vergleich dazu, wie man vor Corona irgendwie getickt hat, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Also es hat sich eine totale Transformation in diesem Weg ja auch irgendwie gemacht. Und dass wir einfach auch sehen, beispielsweise, wenn wir uns das Thema mentale Gesundheit anschauen, da hatten wir durch Corona ja auch eine totale Veränderung. Und deswegen ist es auch total wichtig, dass sich Schule in dem Aspekt auch an die SchülerInnen anpasst und an die Veränderungen von den Schülern anpasst. Kannst du noch mal beschreiben, was das noch weiter ausmacht, diese Transformation der Schülerinnen-Generation quasi? Also ich würde auf jeden Fall an der Stelle auch nochmal darauf eingehen, wie sich natürlich auch die sozialen Medien und die Medien grundsätzlich verändert haben. Also wenn wir uns mal anschauen, wir hatten vor ein paar Jahren, so Musical.ly hieß das damals, es ist so jetzt so wie TikTok ungefähr. Man hatte Instagram, man hatte Facebook und jetzt haben wir aber TikTok und Instagram ganz, ganz präsent und vor allem natürlich TikTok. Eine wahnsinnige Veränderung auch in dem Sinne, wie das Kinder, die schon sehr, sehr jung, die noch sehr, sehr jung sind, sind sehr viel auf dieser App unterwegs, aber auch grundsätzlich haben wir einfach eine totale Veränderung erlebt. Wir sehen, dass sich viele SchülerInnen nur noch mit Social Media beschäftigen. Also in ihrer Freizeit, wenn man jetzt irgendwie außer Schule mal sich das anguckt. Und wir sehen einfach, dass es so ein ganz, ganz großer Hauptfaktor ist. Das war ja früher nicht so. Das hatten wir nicht. So, und da können die SchülerInnen jetzt prinzipiell, würde ich jetzt mal sagen, auch nicht so wirklich was für, denn es ist einfach der Algorithmus, der ja auch süchtig macht an der Stelle. Und da sehen wir eine totale Veränderung, weil sich der Fokus ganz doll darauf gerichtet hat, nur noch digital zu kommunizieren und beispielsweise viel weniger irgendwie so in diesen bilateralen Austausch zu gehen. Also wir haben gerade eine Debatte über diese Handynutzung an den Schulen. Die sehen wir an ganz, ganz vielen Schulen im Moment. Klar, die hatten wir vor 10 Jahren auch. Aber ein
absolut nicht in dem Ausmaß, in dem wir sie jetzt haben. Also wir sprechen gerade davon, wir können das Handy nicht verbieten, weil das sowieso nichts bringt, sozusagen, weil die Handys einfach so süchtig sind, weil die so süchtig nach den Handys teilweise sind, dass man da gar nicht mehr von wegkommt. Und das ist ein ganz, ganz essentielles Problem in der Schule tatsächlich. Würdet ihr beide sagen, dass tatsächlich die Kluft zwischen Weltschule, andere Welt für Schülerinnen sich vergrößert hat damit in den letzten, keine Ahnung, 10 Jahren? Ja, auf jeden Fall. Das denke ich schon. Und ich hatte das große Glück, im Podcast von Michael Karl zu sein, Zukunftsforscher, der heute Abend auf der Tagung auch nochmal einen Vortrag hält, der für mich einen ganz entscheidenden Satz gesagt hat. Der einfach gesagt hat, wenn Schule weiterhin dieses geschlossene System ist, wie es gerade ist, dann entfernt es sich zunehmend von der Lebensrealität. Und das sehe ich durchaus so, ja. Dem kann ich nur zustimmen. Ich mache ein bisschen Housekeeping in Sachen Podcast-Sachen. Wenn man das jetzt später hört, wird man das Video von Herrn Karl sehen können als Aufzeichnung. Dann verlinken wir es in den Shownotes. Wenn Sie nicht Podcasts hören, das ist sowas wie das, wo man dann Links zum Podcast anklicken kann. Da verlinken wir auch das, was ich jetzt hier vor Ort hochhalte. 1 Kilo Papier, das ist der Navigator Bildung Digitalisierung. Sehr frisch erschienen, sehr empfehlenswerte Lektüre. Und darin wird Transformation beschrieben von der Perspektive her, es muss nicht nur anders sein als bisher, sondern es braucht noch ein gemeinsames Bild davon, was denn dieses anders sein soll. Und das wäre meine nächste Frage an euch. Also ich habe noch nicht jede Seite in diesem Papier hier gelesen, aber schon daraus gelernt, dass es nicht dieses große gemeinsam geteilte Bild gibt von Transformation und Zielsetzung, wo das dann hin soll. Ich würde jetzt gerne noch von euch wissen, wie sieht so ein geteiltes Bild aus? Oder gibt es das überhaupt? Oder was bräuchte es, um so ein geteiltes Bild zu haben, wie Schule denn transformiert werden soll? Luisa, kannst du das aus Schülerinnensicht sagen? Gibt es da mehr als nur, es soll anders sein als bisher als gemeinsames Bild? Tatsächlich nicht. Also ich würde sagen, aus SchülerInnen-Perspektive ist es so, wir brauchen die Veränderung und es muss jetzt passieren. So, und dass man da irgendwie so geteilte Blickwinkel hat, ist tatsächlich gar nicht so, weil wir alle der Meinung sind, okay, es läuft einfach katastrophal. Also wenn man wirklich jeden Tag zur Schule geht und das miterlebt, die Situation, und ich sag mal, mitleidet, in Anführungszeichen, dann merkt man das einfach und dann ist einem da egal, ob wir jetzt irgendwie noch die Erkenntnisse brauchen und uns lange darüber unterhalten müssen, was denn jetzt genau wo schief läuft, sondern wir brauchen die Veränderung, die brauchen wir jetzt. Und da ist die Erkenntnis für uns zumindest auch in dem Sinne einfach schon lange getroffen. Wie ist es an deiner Schule, der Ernst-Reuter Gemeinschaftsschule in Karlsruhe? Gibt es ein gemeinsames Bild von Transformation? Ja, ich glaube schon, aber das ist gewachsen. Ich hätte gerne den Navigator früher gehabt. Ich verstehe den Navigator so als Diskussionsgrundlage. Ja, dem Navigator wurde ja, wenn ich ihn richtig verstanden habe, zunächst mal geschaut, wie ist denn die Forschungslage? Gibt es da überhaupt etwas, wäre ein gemeinsames Bild? Und dann wurden daraus ein Stück weit handlungsleitende Kriterien in Form von Indikatoren entwickelt, die aber auch zur Diskussion stehen. Das hatten wir beispielsweise nicht. Und jetzt hat man diesen Navigator mit den über 20 Indikatoren. Und das kann natürlich ein Gerüst sein, auch als Schule zu sagen, wir suchen uns ein Element raus oder eins nicht. Wenn du mich fragst, wie es an unserer Schule ist, also ganz konkret, was ist unsere Vision von Schule, dann kann ich das zumindest mal in einer relativ klaren Form skizzieren. Und magst du dann noch ergänzen, wie das Bild entstanden ist? Ja. Warum habt ihr ein gemeinsames Bild, wenn es doch an so vielen Orten fehlt? Ja, ich glaube, weil wir uns als Schulgemeinschaft auf den Weg gemacht haben. Weil wir Schülerinnen und Schüler von Anfang an, das war übrigens eine ganz spannende Erkenntnis, mit ins Boot genommen haben, sie zu fragen, wie sie denn gut lernen können. Und wenn man Schülerinnen und Schüler fragt, was sie brauchen, um gut lernen zu können, kriegt man gute Antworten. Und wenn man das ernst nimmt, dann entwickelt man eben ein Bild gemeinsam mit Eltern, das mit all den Wegen, das ist immer nicht eine gerade Linie, aber dann zu einem Zielbild, zu einer Vision führt, die von, ich denke, gefühlt von den meisten Kolleginnen und Kollegen auch unserer Schule, ich nenne sie sogar der Schulfamilie, getragen wird. Und das ist ein Bild, das eigentlich relativ klar ist, denn wenn eine Schule anschlussfähig sein soll an die Welt, dann muss sie sich öffnen. Das heißt, eine Schule der Zukunft und auch unsere Vision von Schule ist, dass wir sie einfach massiv geöffnet haben. Wir haben Lernorte im Quartier identifiziert, die Schülerinnen und Schüler besuchen können. Wir haben Strukturen geschaffen, dass man aus der Schule raus kann. Wir holen Experten von der realen Welt in die Schule, um gemeinsam auch Lernsequenzen zu planen und zu entwickeln mit Lehrerinnen und Lehrern. Das ist wirklich
das zentrale Bild von Schule. Also ein sehr durchlässiges System, weil die Welt um die Schule sich einfach so schnell verändert. Wahrscheinlich würden die meisten Leute jetzt nachfragen, wie das Bild genauer aussieht. In unserem Kontext würde mich noch mehr interessieren, wie ihr dazu gekommen seid. Du hast gesagt, ihr habt euch auf den Weg gemacht, auch mit Schülerinnen und Schülern. Was heißt das konkret? Wann war das? Wie habt ihr die Schülerinnen und Schüler gefragt? Wie haben die geantwortet? Also vielleicht zwei Beispiele. Das eine ist, wir haben Lehrkräftekonferenzen gemacht im Rahmen eines Fishbowl-Formats. Also für diejenigen, die das nicht kennen, die meisten werden das kennen. Das Fishbowl-Format ist eben quasi ein innerer Kreis, der gebildet wird. Dort sitzen Expertinnen und Experten. Draußen herum sitzen Zuhörerinnen und Zuhörer. Es gibt meistens einen freien Stuhl in der Mitte, sodass man von außen in den Inner Circle treten kann, um was zu sagen, um mitzudiskutieren, aber nach außen tritt. Und wir haben bei einer Lehrkräftekonferenz Schülerinnen und Schüler in die Mitte gesetzt des Raumes. Und sie haben erzählt darüber, was sie brauchen, um gut lernen zu können. Und man kann das jetzt nicht sehen, aber vielleicht Gänsehaut heute noch, wenn ich daran denke, wie toll, was da für Ergebnisse rausgekommen sind. Und vielleicht das zweite Format, was uns sehr geholfen hat, ist das Format des Roten Salons. Manche kennen das auch schon. Das ist ein Schulentwicklungsformat, bei dem wir uns zweimal im Jahr treffen mit Eltern, Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern, aber auch KooperationspartnerInnen, Menschen aus dem Quartier und gemeinsam Schulentwicklung betreiben und dort tatsächlich auch ganz, ganz tolle Ergebnisse haben. Von welchem Zeitraum sprechen wir? Insgesamt bei der Entwicklung jetzt unserer Schule, ich würde sagen, vor 10 Jahren, 9 bis 10 Jahren haben wir gestartet. Und dann ging das so seinen Weg, ja. Ich würde kurz einmal Publikumsbarometer machen. Und das Publikumsbarometer funktioniert so, dass Sie den Daumen hoch oder runter machen können und alles dazwischen. Sie sind natürlich differenziert, deswegen machen Sie sicher was dazwischen. Aber in welche Richtung, würde mich da nochmal interessieren. So mehr nach oben, mehr nach unten. Also die Frage ist insgesamt, haben wir sowas wie ein geteiltes Bild von Transformation in Deutschland darüber hinaus, über die Frage, es muss anders sein als vorher? Wer würde sagen, ganz stark geteiltes Bild von Transformation in Sachen Bildung und Digitalisierung? Wer würde sagen, gar nicht? Und wie weit dazwischen? Also Übersetzung sehr unterschiedlich. Bleiben Sie noch kurz bitte so, weil tatsächlich das ist sehr interessant. Es ist wirklich sehr unterschiedlich. Es gibt schon viele in der Mitte, aber es gibt auch viele deutlich nach oben, also eindeutig nach oben. Und die in der Mitte tendieren häufiger nach unten als nach oben. Ja, okay, danke. Wenn man jetzt nur Ihr Bundesland anguckt, das natürlich nicht irgendein Bundesland ist, wie würden Sie das für Ihr Bundesland sehen? Wir machen vorher nachher Vergleiche mit so einer KI, ne? Ist tendenziell ein Tick optimistischer? Würdet ihr das auch so sehen? Okay. Also ein Tick optimistischer. Inwieweit würden Sie sagen, naja, es gibt in Ihrem Bundesland schon so ein Bild, das ist zumindest auch mal irgendwo aufgeschrieben worden, aber vielleicht noch nicht bei allen geteilt angekommen? Es gibt ein Papier, soll es heißen. Ja, ist schon optimistischer. Ist ein bisschen optimistischer, okay. Also das gibt ja schon, also ich übernehme jetzt mal von Luisa die hoffnungsvolle Perspektive, ein bisschen Mut, dass wir nicht ganz am Anfang stehen, sondern schon unterwegs sind. Wir würden gerne an der Stelle nochmal einen Einspieler nutzen. Wir haben nämlich um Sprachnachrichten bei Schülerinnen gebeten und haben Videonachrichten bekommen zur Frage, wie sieht das aus Schülerinnen aus, wenn wir die Frage stellen, was brauchen die denn, um mit Bildung und Digitalisierung ein gutes Lernen zu haben? Damit wir in Zukunft gut digital lernen können, brauchen wir zuallererst ein einheitliches Konzept der digitalen Bildung. Dieses muss aus klaren Zielen bestehen und aus einer klaren einheitlichen Strategie. Wir würden uns freuen, wenn wir in Zukunft digital lernen könnten. Aber nur mit den richtigen Hilfestellungen. Das heißt, wenn jetzt wirklich von uns erwartet wird, dass wir digital arbeiten, finde ich, dann sollten wir als Schüler erwarten können, dass uns aber auch gezeigt wird, wie man digital arbeiten kann. Um das umzusetzen, müssen LehrerInnen als auch PolitikerInnen mehr von dem Schulalltag aus Schülerperspektive mitbekommen. Und das geht nur im Dialog. Solche Dialoge sollten idealerweise an den einzelnen Schulen stattfinden, aber auch in einem größeren Format auf Bundesebene. Zumindest bei dem letzten von Sophia, die wir in keinster Weise Vorgaben gemacht haben, die sagt einfach so schlaue Dinge, können wir ein bisschen abliefern für ein Dialogformat auf Bundesebene. Ich würde das jetzt nochmal runterbrechen und euch fragen, gerade um tatsächlich die Stimmen von Schülerinnen stärker in diesen Prozess reinzubringen und ihr so ein bisschen wünschte, was machen könnt. Was braucht ihr, was wollt ihr in der Schule auf kommunaler Ebene, auf Bundeslandebene? Ihr müsst es nicht abarbeiten, sondern könnt euch ein bisschen aussuchen, was ihr sagt, das wäre hilfreich, das zu haben.
Jetzt grundsätzlich an Formaten oder? An Formaten, um Schülerinnen in diesen Prozess mehr einzubinden. Ich glaube, wir brauchen gar keine externen Formate, sondern wir müssen einfach die Formate nutzen, die wir haben und da die SchülerInnen einfach einbringen. Also viele SchülerInnen können schon mitreden bei dem, was wir machen und bei den ganzen Arbeitsgruppen, die vorhanden sind. Oder welche sonstigen Formate es noch gibt. Man muss einfach nur die SchülerInnen mitnehmen. Also man muss nicht immer noch ein extra Format irgendwie gestalten. Wir machen einen extra Dialog und treffen uns dann mit denen und nehmen das dann mit in unsere eigene Gruppe. Nein, wir laden die SchülerInnen ein und nehmen sie in unsere Gruppe mit und lassen sie direkt aktiv mitarbeiten. Denn das ist nämlich das Entscheidende, dass man nicht dieses Gesonderte herstellt, sondern dass man wirklich bei der direkten Veränderung, beim direkten Gespräch schon die SchülerInnen mit einbezieht. Ja, ich möchte das gerne aufgreifen, was vorhin auch schon, glaubt Ralf Müller-Eisel gesagt hat, dass man Schülerinnen und Schüler ernst nimmt in diesem Prozess. Und wenn man sich so die Breite der Schullandschaft anschaut, dann gibt es sicherlich die Organe, die da geschaffen sind und die Strukturen an Schulen. Da gibt es eine Schülerinnenverantwortung, die aber, ich will das mal ganz bös formulieren, manchmal vielleicht einfach nur den nächsten Kuchenverkauf planen dürfen. Und ich glaube, das kann es nicht sein. Und es geht wirklich darum, Schülerinnen und Schüler ernsthaft zu beteiligen. Es ist ihre Schule, es ist ihr Lernprozess. Und da bin ich ganz bei Luisa. Man muss sie einfach ernst nehmen und wirklich ja, in die Beteiligung bringen. Keine gesonderten Formate? Naja, Ralf Müller-Eisel hat das ja vorhin auch gesagt. Das passt ja super eigentlich. Ne? Als die Frage kam von der KMK-Präsidentin Strache-Clevaux, dass sie sagte, was braucht es denn für die KMK? Und er sagte, naja, wir brauchen da Beteiligungsformate und so weiter. Und ich glaube, das ist genau dieser pädagogische Doppeldecker. Also wir brauchen Formate, bei denen Beteiligung möglich ist, auch vielleicht in bestehenden Strukturen. Auch wenn es da vielleicht bestimmte Bereiche gibt, die noch vorstrukturiert sind, aber ich glaube, das braucht es auf allen Ebenen. Das braucht es auf Ebene der Schule, der Schulleitung, der vorgesetzten Dienstbehörden dann und so weiter, aber letztendlich dann eben auch bundeslandübergreifend. Und das wäre der richtige Schritt. Ja, also vielleicht noch mal auf das, was davor gesagt wurde, auch noch einzugehen. Es ist ja auch so, die Schüler sind der zentrale Punkt. Also wir machen das ja alle nur, damit die Schüler am Ende ja aus der Schule gehen, einen Abschluss haben und dann ja ins Leben, in unsere Gesellschaft sich einbringen. Aber es geht zentral wirklich nur um die Schüler. Und ich kann das dann teilweise auch nicht so ganz nachvollziehen, warum man da die Schüler noch nicht mehr mit einbezieht, weil es geht ja im Prinzip wirklich nur um uns. Also die Lehrkräfte, die lehren uns so, und das ist natürlich auch total wichtig, die Schulleitungen sind auch wichtig, aber alle sind ja irgendwie nur da, um uns was beizubringen. Und deswegen finde ich das halt auch eben total wichtig, dass SchülerInnen ja auch bei Partizipation immer im Zentrum stehen und auch bei Dialogen, bei Veranstaltungen, aber auch eben gerade bei diesen Arbeitsgruppen, die, sag ich jetzt mal, hinter der Kulisse irgendwie stattfinden, dass man jetzt irgendwie nach außen nicht so mitbekommt, dass da die SchülerInnen eben auch ganz zentral irgendwie dabei sind. Halten Sie sich nicht zurück. Ja, vielleicht eine Ergänzung noch aus unserer Schule. Wir haben vor 7 oder 8 Jahren ein Ideenbüro gegründet. Das ist eigentlich eine Idee aus der Schweiz. Und bei uns in der Schule gibt es ein Büro, das Schülerinnen und Schüler innehaben. Die werden in der 8. Jahrgangsstufe ausgebildet auf einer niedrigen Ebene zu Beraterinnen und Beratern. Und die sind wirklich eine Anlaufstelle, um zu beraten. Das heißt, wenn ich eine Frage habe, auch als Schulleiter, weil ich merke, in der Schule, nehmen wir mal Mittagessen, ist in Schule immer ein Thema, schmeckt gerade nicht oder wie auch immer, kennen alle, dann geht man dorthin und sagt, sag mal, wie können wir das Mittagessen attraktiver machen? Das heißt, ich gehe hin und frage Schülerinnen und Schüler, wie sie eben die Schulgemeinschaft irgendwie ein Stück weit verbessern. Und die haben ein eigenes Büro. Und ich glaube, aber so stärkt man natürlich auch die Rolle der Schülerinnen und Schüler, institutionalisiert eben Räume zu schaffen, an denen sie eben wirklich auch mitbestimmen und gestalten können. Lass uns das gerne noch ein bisschen durchdeklinieren. Also nehmen wir erstmal die Ebene innerhalb einer Schule und machen wir gerne weiter mit positiven Beispielen. Luisa, hast du Geschichten, wo du sagen kannst, das ist was innerhalb von einer Schule für dich was ist, wo du sagst, es müsste mehr davon geben, weil es ist schon da ein guter Ansatz? Ich muss nachdenken, tatsächlich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Kann irgendeine Schule sein? Nee, mir fällt einfach leider nichts ein. Also so hart es klingt, gute Praxisbeispiele sind leider sehr selten. Also das Praxisbeispiel ist dann eher, dass es, also wenn es überhaupt einen SV-Raum gibt, also für die Schülervertretung einen Raum, wo man sich aufhalten kann, wo man sich treffen kann und eben auch so eine Anlaufstelle. Wenn es das schon gibt, das ist super. Es ist aber meistens so eine Besenkammer, muss man ehrlicherweise sagen. Also wenn Fenster drin ist, dann hat man schon mal viel gewonnen.
Aber grundsätzlich gibt es wenig Schulen, wo es wirklich ein gutes Praxisbeispiel gibt. Und das ist wahnsinnig schade, weil wir einfach leider immer noch sehen, dass ganz viele SchülerInnenvertretungen, dass ganz viele Schüler noch gar nicht richtig ernst genommen werden in der Schule. Und vor allem auch leider, das muss ich an der Stelle sagen, von Schulleitungen häufig. Das sehen wir ganz, ganz viel, dass häufig die Schulleitungen die SchülerInnen noch gar nicht richtig ernst nehmen und auch die Probleme und Bedürfnisse dann noch gar nicht so richtig drauf eingehen. Und sei es jetzt eben, dass man eben, wie gesagt, nur darüber spricht, was soll denn das Schulessen irgendwie, dass es irgendwie verbessert werden soll. Selbst da werden SchülerInnen teilweise gar nicht gefragt, so, obwohl ja die SchülerInnen da essen. Also das muss man sich mal vorstellen, so theoretisch. Und das ist total krass. Und leider gibt es wirklich super wenig Praxisbeispiele, wo SchülerInnen richtig gut in der Schule direkt eingebunden werden. Nehmen wir jetzt die Ebene über die Schule hinaus, kommunale Ebene oder Landesebene. Luisa, ich weiß, du bist auch in einem Beirat in Niedersachsen, der heißt wie? Niedersächsische Kinder- und Jugendkommission. Ist das was, was du als gutes Beispiel erzählen kannst? Also da sitzen normalerweise eigentlich keine Kinder und Jugendliche drin. Muss man dazu sagen, also sitzen sehr viele Experten, sehr viele Menschen aus irgendwelchen anderen Beiräten, Gremien, aber tatsächlich eigentlich keine SchülerInnen. Das war tatsächlich damals, weil ich im Landesschülerrat war und dann, ich kannte auch den einen, dann wurde man eingeladen, dann auch Mitglied zu sein, aber das ist jetzt irgendwie nicht so gängige Praxis. Also ich bin von, glaube ich, 15 oder 16 Leuten die einzige Schülerin oder beziehungsweise das einzige Kind oder ja doch schon. Also ne, wir haben noch eine andere junge Person, aber die meisten sind dann tatsächlich ja so ab 30. Hast du andere Ebenen auf kommunaler oder Landesebene, wo du sagst, da funktioniert es oder da gäbe es die Möglichkeit auch nur, dass die Schülerinnenstimme da stärker zur Geltung kommt? Also man muss dazu sagen, es gibt tatsächlich sehr viele Beispiele jetzt so auf kommunaler Ebene, die super funktionieren, weil man hat dann immer so 2-3 Personen, die wirklich sich aktiv dafür einsetzen, was total super ist, wo wir sehen, okay, die haben richtig... Alte Leute? Ja. Alte Leute. Also alt ab 50, ne? Nein. Also ich würde mal sagen, so alles über 27. wenn man nicht mehr als junger Mensch gilt, sagen wir es mal so. Genau. Und da muss man sagen, es gibt... Schönes Eis, Luisa. Es gibt sehr viele Leute, die da auch wirklich sehr bemüht sind, junge Leute einzubinden. Das finde ich total super und das sieht man sehr viel auf kommunaler Ebene tatsächlich. Also häufig werden beispielsweise, es gibt Kreisschülerinnenräte in eigentlich fast allen Bundesländern und da ist es tatsächlich so, dass die Entschuldigung, ich lache gerade so, weil das Saarland die abschaffen wollte. Deswegen musste ich gerade lachen. Nein, aber es gibt tatsächlich, also beispielsweise Kreisschülerräte werden häufig mit eingebunden und wenn es gut läuft, dann haben die sogar eine Stimme auch im Ausschuss, im Landkreisausschuss. Das ist bei uns zum Beispiel auch so. Also ich sitze bei uns im Ausschuss für Schule und Sport vom Landkreis aus und da haben wir sogar eine Stimme. Also da können wir auch Anträge beispielsweise einreichen, das ist total super. Das ist direkte Partizipation auf kommunaler Ebene. Da können wir mitentscheiden. Beispielsweise ging es dann einmal um Neubau oder um eine Renovierung und da konnten wir direkt mitentscheiden, wir konnten Anträge einreichen. Und das von Schulen? Genau, von Schulen, also von Direktschulen bei uns im Landkreis. Und das ist wahnsinnig super und genauso sollte es funktionieren. Und wir sehen tatsächlich auch, dass es mittlerweile, also beispielsweise in Niedersachsen, immer besser läuft. So, das ist so meine Praxiserfahrung. Immer mehr werden irgendwie mit einbezogen und werden auch wirklich gehört. Und also vor allem, ich finde es auf kommunaler Ebene, sieht man das tatsächlich dann doch sehr gut. Das ist ein sehr gutes Beispiel häufig tatsächlich. Micha, hast du Beispiele, wo du sagst, davon könnte es ruhig mehr geben? Du meinst jetzt auf Bundeslandebene? Oder ja. In der Schulpraxis. Also wenn du sagst, du siehst sie woanders, nimm gerne die dir einfallen. Nee, genau. Also ja, sicherlich. Ich glaube, grundsätzlich ist es wichtig, dass man die Arbeit der Landesschülerbeiräte einfach sichtbarer macht. Ich glaube, das ist noch ein großes Problem auch. Wir hatten letzte Woche Einschulung unserer Fünfer. Wir hatten dazu den Landesschülersprecher in Baden-Württemberg eingeladen, der wirklich auch gekommen ist und dann Worte gerichtet hat an die jungen Kinder bei uns. Wir planen jetzt gemeinsame Projekte. Ich glaube, das ist total wichtig, weil da einfach wichtige Arbeit passiert. Aber eben auf Schulebene nicht alle wissen, dass es überhaupt solche Gremien gibt. Also ich glaube, das braucht es einfach noch mal mehr. Und das sichtbar zu machen, da gibt es sicherlich gute Beispiele auch, ja. Gucken wir mal an die Grenzen oder vielleicht auch, wie man diese Grenzen pushen kann.
Man könnte ja auch nur umgekehrt sagen, Schülerinnen haben noch genug zu tun und sollen schon das und jenes und Folgendes und das auch noch in immer weniger Zeit. Ist es auch irgendwann zu viel verlangt, dass Schülerinnen da eine so starke Rolle spielen, Luisa? Zu viel verlangt ist es nicht. Man sollte sich dann, glaube ich, eher darum kümmern, dass es nicht zu viel wird. Also, dass man im Schulteil was rausnimmt, anstatt dass man sagt, partizipier mal bitte weniger. Also ich glaube, wenn wir an den Punkt kommen, dann haben wir ein ganz, ganz großes Problem, weil es einfach auch ein Zentrum von unserer Demokratie ist, in der wir ja einfach leben. Deswegen sollten wir auf gar keinen Fall sagen, partizipier mal weniger, sondern dann sollte man vielleicht auch eher so aus Schulperspektive sagen, okay, dann nehmen wir da vielleicht ein Stück weit raus, dass du irgendwie partizipieren kannst. Denn was ich beispielsweise auch sehr häufig höre oder was auch bei uns tatsächlich sehr gängig ist, dass es einfach zu viel ist, also sich zu engagieren und auch neben der Schule tatsächlich Zeit zu investieren, ist sehr schwierig und ist auch sehr anstrengend. Also wenn man Schülervertretung in höheren Ebenen macht, dann gehen da wirklich sehr viele Wochenstunden drauf, sehr, sehr viele Wochenstunden. Das ist mehr als ein Vollzeitjob, um das vielleicht mal kurz einzuordnen. Und das neben der Schule. So. Und das muss man sich halt eben, glaube ich, immer noch vorstellen. Und da haben viele Angst vor. Und deswegen partizipieren beispielsweise auch total wenig, weil sie sagen, okay, das ist mir viel zu viel. Und deswegen müssen wir uns eben darum kümmern, okay, wie können wir das so gestalten, dass es eben nicht zu viel ist. Ja, ich schließe mich da Frau Luisa an, auch ein Stück weit Entlastung zu schaffen. Denn die Gefahr hat man ja immer, nicht nur bei Schülerinnen und Schülern, sondern auch bei Kolleginnen und Kollegen, die engagiert sind, und sagen, okay, mach doch das, weil man weiß, da läuft das gut. Und ich glaube, da einen Ausgleich zu schaffen, das ist einfach wichtig. Eine zweite Schwierigkeit, von der ich keine guten Antworten weiß und ihr hoffentlich, ist so die Zeitperspektive. Michael Palescher hat gesagt, naja, so ein Schultransformationsprozess, da reden wir jetzt von 10 Jahren. Die Perspektive von SchülerInnen ist naturgemäß in der Regel eine schnellere. So nicht nur im Sinn von Ungeduld, sondern nach 10 Jahren sind die auch weg. Wie kann man damit umgehen? Luisa, hast du da Patentrezepte? Es muss, glaube ich, einfach was stattfinden. Also, wenn ich mir jetzt anschaue, ich bin seit 13 Jahren irgendwie in der Schule und es ist leider irgendwie noch nicht so viel passiert, muss man einfach sagen. Wir brauchen einfach die Veränderung. Also wenn man sich jetzt anguckt, 13 Jahre ist viel. Und in 10 Jahren kann man sehr, sehr viel verändern. Man kann wenig verändern, man kann aber auch sehr viel verändern. Ich glaube, es hängt auch immer so ein bisschen damit zusammen, wie viel wollen wir verändern, wie viel wollen wir jetzt verändern und wann wollen wir es verändern. Also wenn wir sagen, okay, wir brauchen die Veränderung hier und da, das machen wir in 5 Jahren. Wir gucken jetzt erstmal, treffen uns mal alles halbe Jahr und reden dann darüber, sodass wir in 5 Jahren fertig sind. Es bringt uns nichts mehr. Und gerade, weil ich ja auch vorhin gesagt habe, dass wir diese Anpassung brauchen an eine Veränderung, Schulgemeinschaft, an ein verändertes SchülerInnen-Umfeld, an SchülerInnen-Publikum, sag ich jetzt mal, dann müssen wir uns einfach angucken, wie dass wir einfach diese schnelle Transformation, diese schnelle Veränderung auch brauchen, weil wir uns ja auch daran anpassen müssen. So, und wir sind einfach nicht mehr die gleichen Leute wie vor 15 Jahren und dementsprechend können wir auch eine Veränderung nicht hinnehmen, die einfach 15 Jahre braucht. Ja, ich glaube, es kann ja auch ein Lernprozess sein, geduldig zu sein in so einem Veränderungsprozess. Und für mich ist dann immer der entscheidende Faktor, dass Schülerinnen und Schüler verändern wollen. Also dass sie, wenn sie es zumindest vielleicht im eigenen System nicht schaffen, aber eine Bereitschaft haben, auch später in der Gesellschaft aktiv mitgestalten zu wollen und verändern zu wollen. Und vielleicht auch merken, da gibt es eine Grenze und das geht ja mir genauso. Ich würde am liebsten noch viel, viel schneller Veränderungsprozesse anstoßen. Und da braucht man einfach Geduld. Und das aber zu lernen, das ist auch in Ordnung. Das ist auch der Lernprozess. Habt ihr irgendwas dazwischen, wo ihr sagt, naja, es gibt auch Mittel und Wege oder Ebenen, wo man sagen kann, da kann man schneller verändern, da dauert es halt nicht 10 Jahre. Auch wenn ihr seht, dass es noch nicht da ist, dass ihr zumindest irgendwie konkrete Forderungen hättet und sagen könntet, da gäbe es aber Fenster, in die kann man rein. Also ich glaube, es muss vielleicht an der Stelle, müssen wir immer so ein bisschen darüber sprechen, wir haben viele bürokratische Hürden, auch an der Schule, das muss man dazu sagen. Und ich glaube beispielsweise, wenn wir darüber reden, Schule XY braucht beispielsweise neue Active Boards, so, weil man hat nur Beamer oder man hat noch Kreidetafeln oder was auch immer, dann braucht man erstmal bis diese Active Boards da sind, kann das Jahre dauern. Das war bei meiner Schule beispielsweise auch so, es hat wirklich Ewigkeiten gedauert. Und dann müssen wir uns anschauen, wie können wir denn sowas schneller gestalten? Also wie können wir uns darum kümmern, dass wir, wenn die Schule XY sagt, okay, wir brauchen Active Boards und zwar so schnell wie möglich, dass es dann nicht ein Jahr braucht, sondern eben schneller geht. Also, dass wir eben da auch dann direkt ja, die Ansprechpersonen haben, dass es einfach schneller von der ganzen Abwicklung her geht. Und ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Stellen, wo wir das eben so verändern können, dass es einfach schneller geht. Ja, ich glaube, auf Schulebene geht ganz viel und geht auch, kann, also in Anführungszeichen schnelle Dinge passieren. Nehmen wir den Navigator, ja, der ganz, ganz tolle Möglichkeiten aufzeigt,
an Veränderungen anzusetzen. Jetzt steht da vielleicht beispielsweise drin, ein Transformationsindikator könnte Kreativität sein. Dann könnte man sich als Schule vorstellen, wir wollen im nächsten oder in den nächsten 2 Jahren die Kreativität erhöhen bei den Schülerinnen und Schülern oder Partizipation oder was auch immer. Und wenn man das sich dann vornimmt, dann wird man wahrscheinlich relativ schnell 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre, aber im Laufe des Prozesses Veränderungsprozesse sehen, die dann tatsächlich auf dieser Ebene auch stattfinden. Schlussworte. Habt ihr was, was ihr sowohl den Hörerinnen von Auftrag Aufbruch mitgeben wollt, als auch dieser Tagung, wie man das mit Auftrag Aufbruch, insbesondere Perspektive Schülerinnenbeteiligung, besser hinkriegen kann, schneller hinkriegen kann, kreativer, wie ihr wollt? Also ich glaube, es sind 2 Dinge. Die Tagung, die heute stattfindet, finde ich wunderbar, weil sie eben alle Akteurinnen und Akteure zusammenbringt und auch in den Diskurs bringt. Und ich glaube, das ist ja ganz, ganz wichtiger, oder die wichtige Erkenntnis. Nehmt die Menschen mit, sprecht mit den Menschen, lasst sie beteiligen, lasst auch zu. Das ist, glaube ich, auch etwas ganz wichtig. Lucia sagte gerade, die Schulleitungen bremsen oftmals. Ja, aber natürlich. Wenn man Schülerinnen und Menschen beteiligt, heißt es, Verantwortung abzugeben, heißt es, zu vertrauen in das, was dort passiert. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Prozess. Und das Zweite, glaube ich, das wichtig ist, Digitalisierung alleine, also das, was jetzt in den letzten Jahren stattgefunden hat, verändert eigentlich kaum bis wenig Prozesse an der Schule. Verändert auch nicht Lernprozesse, da brauchen wir nicht drauf zu warten, sondern die Veränderung muss über kulturelle Praktiken erfolgen, die sich verändern. Ich glaube, da werden wir nachher auch noch ein bisschen mehr hören, wenn es um den Navigator geht. Und das sind, glaube ich, die wichtigen Dinge, die man mitnehmen kann. Ich glaube tatsächlich, dass es ganz essentiell ist, SchülerInnen zu beteiligen und dass man, was du auch gerade gesagt hast, vertraust und auch zutraust. Also die SchülerInnen wirklich was zutrauen, sie zu beteiligen und vielleicht auch Leute, die das jetzt hören, die irgendwo arbeiten, was mit SchülerInnen zu tun haben, was mit jungen Menschen zu tun haben, sie einzubinden und auch mal zu fragen, was sagst du denn eigentlich dazu? Was ist denn deine Meinung dazu? Also immer nachzufragen und nachzuhaken, denn eigentlich hat man immer was dazu zu sagen. Und egal, wie sehr man jetzt irgendwie in diesem ganzen Bildungsbereich drin ist oder ob man beispielsweise jetzt einfach nur jeden Tag zur Schule geht, die haben auch eine Meinung. Jeder Schüler hat eine Meinung und auch eine sehr, sehr starke. So, und vielleicht auch mal reinzuhören, also sich einfach mal mit Schülern zusammensetzen im Kreis so, und dann erzählt doch mal, was findet ihr doof? Also wirklich mal ganz runtergebrochen, was findet ihr doof? Und ich kann garantieren, die werden nicht aufhören zu reden. Leider. So, aber das ist es genau. Also, was brauchen SchülerInnen? Und wirklich zu beteiligen und essentiell auch einfach mal nachzufragen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, und vielleicht ergänzend, Jöran, so Schülerinnen wie Luisa sind ein Geschenk für jede Schulleitung. Und ich glaube, das muss man erkennen. Der Vollständigkeit halber ergänze ich noch mal eine Sache, die für uns vielleicht zu selbstverständlich ist. Es ist auch ihr Recht der Schülerinnen, dieses beteiligt zu werden. Das können wir vielleicht noch mal in einem anschließenden späteren Gespräch vertiefen. Ich möchte jetzt Ihnen hier im Raum und denjenigen, die den Podcast gehört haben, noch empfehlen, Auftrag Aufbruch startet im Herbst 2024 in eine 3. Staffel. Es gibt schon mehrere Folgen, die aufgezeichnet sind und ich kann nicht so viel spoilern, aber es lohnt sich auf jeden Fall, diesen Podcast zu abonnieren. Man kann auch nochmal zurückgehen und zum Beispiel in der 2. Staffel gucken, wer war denn da nochmal die Präsidentschaft der Kultusministerkonferenz? Die hatten wir nämlich in einem Podcast zusammen mit 2 Schülerinnen und da wird die Frage beantwortet, haben eigentlich die Kultusministerinnen untereinander eine WhatsApp-Gruppe? Ich sage es Ihnen jetzt nicht, Sie müssen den Podcast hören. Bevor ich zurück zu Kate Malaike gebe, bitte ich um einen ganz, ganz, ganz großen Applaus für unsere beiden Gäste in diesem Podcast. Applaus